und sage guten Morgen, willkommen und hoffe, dass meine hässliche Hackfresse nichts verdeckt, was wichtig wäre. Also für die Zuschauer. Für mich ja eh nicht. So, wo haben wir aufgehört? Ah, richtig, wir sind in diesem Cup hier gestolpert. Nee. Wollte ich da irgendwas ändern? Ich habe das geändert und wollte es testen, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ich weiß es doch nicht mehr. Als ob ich aufgepasst hätte. Als ob ich aufgepasst hätte. Nee, die Lautstärke scheint so stimmen. Also okay. Ist alles gut, alles bestens. Als ob ich da unten so eine weiße Balken. Jetzt ist er weg. Gut, den nehme ich ihn mit. Was war gut gegen den? Ich hab's völlig vergessen. Sehr gut. Das wird nichts. Kobäume war sowieso immer gut. Das sind so Insekten. Ja, gucken wir mal. So passt das Bild. Also gucken, ob ich irgendwo im Weg bin. Ich bin wahrscheinlich irgendwo im Weg. Nö, nee, ich glaube, ich passe so ganz gut. Und Kobo war doch total ähnlich. Lieber machen wir stehen, auch nicht geht. Oh. OBS sagt auch gerade rot. Ich habe 3,6% verworfene Frames. Ja, ich weiß nicht. Och nö, ich bin wieder eingewickelt. Wirklich. Gut. Dann weiß ich nicht, wie lange ich streamen werde. Ich dachte, ich mache jetzt noch ein paar entspannte Stunden Pokémon, weil ich am Samstag mich nur für eine Stunde hingelegt habe und dann war plötzlich 2 Uhr nachts. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Irgendwas muss mit meiner Uhr. War Zeitvorstellung von irgendwie so 18.30 Uhr auf 2 Uhr nachts, kennt man. Okay, das war nicht das Pokémon, das ich hier einsetzen sollte. Was habe ich denn noch so? Ich habe ja noch Evitech. Wie schlimm ist denn das mit dem Bild? Und theoretisch könnte ich ja nochmal auf den Osmanen wechseln. Ist Frankreich nicht immer noch unbesetzt? Nein, jetzt guck mich böse an. Ich kann mich nicht mehr verteidigen. Schnabel? Ist auch wieder nichts effizient, ne? Der Blick ist nicht mehr silbern, der ist rot. Was hat das Spiel nur für Probleme? Lässt sich auch sagen, ja, du hast eh keine Ansprüche. Deswegen guckst du mich ja auch. Ich muss Golik 2 noch neu installieren. Das haben wir nicht gemacht. Kann ich vielleicht die Mod weiterspielen, nachdem ich Dark Souls geschafft habe. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich die nochmal auf Brutal starten will. Das ist... Puh. Doch ein bisschen anstrengend mit dem... Vor allem mit den ganz vielen extra Stärke der Gegner, ich weiß nicht. Genau, also. Nee, lass mal, England, nee. Du spielst ja nicht mehr Dänemark, also. Ich könnte Ming noch spielen. Einfach mal das Größte nehmen, keine Ahnung, wie sich das spielt, aber nicht.
Können wir noch so spielen? Was noch nicht beliebt ist. Timuriden vielleicht noch? Wisst ihr, ich liebe die Timuriden spielen. Ich glaube, die sind besser als Äthiopien. Vor allem ist Spanien nicht wieder besetzt. Die werden dann wieder kommen und alles da unten in... Der Felsordner Käfer-Pokémon. Ja, alles, was mehr als drei Provinzen hat, ist EUP. So, sagen wir doch, wir haben ein bisschen Flug und so. Was nehme ich denn gegen Flug? Da habe ich schon was. Also wir nehmen mal auch Stein und Pflanze und so. Ja, ja, dann nehmen wir mal... B... Feuer-Traumata. Ein Event mit Portugal. Dass es sich Portugal unterwirft, oder was? Wieso nehme ich den gegen Pflanze Wasser? Bin ich blöd? Junge, ich nehme... Alter, bin ich dämlich. Ach, bin ich dämlich. Mit der Buff. Für immer oder nur vorübergehend? Okay, zum Glück hat das Ding Eisstrahl. Wieso habe ich denn jetzt Wasser genommen, wenn ich Pflanze bekämpfe? Bin ich denn dämlich? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Habe ich nicht mitgedacht. Ja, Steinklein. Die Namen passen immer noch nicht. Das ist großartig. Dauerhaft. Taugt der auch was, ist die Frage. Ich soll nämlich vielleicht mal irgendwann aufschreiben, was ich hier wie benutze und was gut ist. Naja. Die Provinzen einnehmen. Oh, das ist nicht so gut. Weil ich immer noch Eisstrahl. Das darf mich noch nicht instant killen. Ich bin auch noch zuerst dran, sehen wir. Ich könnte Dänemark spielen. Hallo, wieso kriege ich nur ein extra Continue? Ich habe nicht mal Leben verloren. Ich sollte zwei bekommen, wenn ich das schaffe. Sind wir überhaupt schon alle besetzt? So, wir haben hier Wasser. Sehr viel Wasser, wie ich sehe. Dann nehmen wir nochmal Kokobein mit. Ja, reicht schon auf jeden Fall auch. Und Traumato noch. Sag mal, wie das geht. Ja, das Problem ist halt, es ist alles besetzt da oben. Es ist Frankreich besetzt, es ist Österreich besetzt und damit auch Ungarn auf jeden Fall. Böhmen bekommt ihr auch, glaube ich. Also Österreich bekommt auf jeden Fall Ungarn normalerweise und ich glaube auch Böhmen inzwischen. Das heißt, das ist auch besetzt. Polen ist besetzt. Das bekommt Litauen. Moskau ist besetzt. Da ist alles. Das ist komplett dicht da oben. Da geht gar nichts mehr. Du. Nein, das ist ein Dorkarper. Ein Dorkarper. Polen, Moskau. Ja, wie gesagt, ist besetzt. Litauen wird zu Polen. Das Reich kannst du auch nicht expandieren, weil A immer scheiße und B ist Österreich hier besetzt. Und das bekommt ja Ungarn und Böhmen noch. Spanien ist doch auch besetzt oder Kastilien. Das bekommt Aragon und... Oh Gott.
Ich muss erstmal den Osmanen besiegen, dann wird gut. Ich habe mir einen Plan zurechtgelegt. Ich weiß nicht, ob er aufgeht oder ob ich halt gleich am Anfang der Runde im Ober gehe. Aber ich habe mir gedacht, ich bremse den Osmanen direkt am Anfang, indem ich Konstantinopel ohne Grund einnehme. Weil... Was? Ach komm. Da verliere ich zwar ein bisschen Stabilität, aber... Die Hälfte der Missionen geht bei den Osmanen schon mal nicht. Das hilft zwar mehr Europa als mir, aber... Hast du den Osmanen mal irgendwann angeguckt? Das ist komplett übel. Die Ansprüche, was der da bekommt von den Sachen. Wie gesagt, ich muss erstmal nach Norden, um den Osmanen zu bremsen. Dann mal gucken. Nicht nach Süden, das ist schwierig. Ich krieg da nämlich Ansprüche, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich expandiere dann halt eher nach Südosten, also nach rechts weg, so statt nach unten, nach Afrika. So, was haben wir denn da? Wir haben Feuer. Wir nehmen schon mal Wasser mit, das ist klar. Feuer? Nein, ich glaube nicht. Was heißt überhaupt nicht so sehr nach Süden? Ich meine, ich bin doch schon relativ nah an dir dran, oder? Bin ich nicht schon sehr nah an dir dran? Saudi-Arabien, brauche ich was? Also ich habe es nochmal kurz angespielt, um was zu testen. Ob das überhaupt geht, was ich machen will. Und ich glaube, ich bekomme da schon Ansprüche unglaublich schnell auf alles. Das ist... Das könnte schwierig werden. Wobei, lässt du dich freiwillig vassalisieren, dann könnte ich dir vielleicht ein Gebiet meinem Vasallen geben. Ich muss erstmal gucken. Erstmal so ein bisschen im Norden angreifen. Dann kann ich vielleicht den Osmanen bremsen. Und wenn ich den Osmanen bremsen kann, kriege ich ihn vielleicht platt. Das ist das Wichtigste, dass wir den Osmanen stoppen, bevor er auf alles, was ich besitze, Ansprüche hat. Gucken wir mal. Bremst ihn in eine Richtung ab. Das hilft auch mehr Europa, wobei er kann dann kein Kaiserreich oder so werden. Ja, dauert ja noch. Wann fangen wir an? Mai, ne? Na, guck mal rein. Also hier braucht man Bock, Timuriden zu spielen. Ich möchte mal Hämorrhoiden im Spiel haben, was? Ist der andere Landstrich nicht sofort mit mir verbündet oder so? Oder wird mein Vasall? Ich bin mir nicht sicher. Ich fürchte, wir haben jetzt schon Konflikte.
So, der hat Elektro und Wasser. Also ich weiß, dass ich da nach unten in so Saudi-Arabien so diverse Ansprüche, glaube ich, bekommen habe ich gesehen. Ich bin mir nicht sicher, wie weit das geht. Wieso ist denn das viel schneller als ich? So eine fette Ratte, hallo? Ich bin naja, kein sonderlich schlanker Baum. Was? Eventuell kann es nicht an. Ach komm. Ich hab's dich auch. Ja komm, ich lass jetzt nicht. Ach, das gibt's doch nicht. Oh, ich habe noch mehr gegen Wasser, aber gegen Elektro habe ich nichts. Ich will mal kurz gucken. Oh, so ein Psychokinese. Du bist das hier immer schneller als ich jetzt bin. Oh wow. Okay, das Ding zerlegt mich gerade, sehr gut. Ich ignoriere meine Konflikte. Hallo, ich habe mein Land schon mal gewechselt. Spiel du doch die Hämorrhoiden. Gut, ich habe Reitschuh und damit muss ich jetzt alle besiegen. Easy. Mhm, sehe ich definitiv. Paralysiert? Nein. Ja, schön. Okay, Reitschuh ist nicht so geil. Und da bin ich. Ja, zur Not überrolle ich dich einfach. Wenn ich den Osmanen überlebe, sollte das kein Problem sein, dich einfach zu überrollen. Das ist. Vassalisiere ich dann einfach. Okay, Reitschuh ist irgendwie nicht so geil. Warum ist das dabei? Fossilisiere dich einfach. Dann bist du gar keine Provinzen mehr. Gott, nee, das ist kein Wasser-Pokémon. Das ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es ist. Ist hoffentlich tot gleich. Natürlich.
wieder keine. Und Polgar verbinden wir, bis ich die Wind schaffe. Kastilien ist besetzt. Wie kommst du da drauf, dass Polgar noch existiert, bis du dieses Event bekommst?